So, solange das hier jetzt hoffentlich lädt, haben wir als nächstes hier Daniel Moosbrugger. Er kann schon mal herkommen. Der ist freier Journalist, der ist Referent für Informationsfreiheit und Internet bei Reporter ohne Grenzen. Genau, komm mal hier gleich nach vorne. Hat das? Nein. Und zusammen mit Reporter ohne Grenzen haben wir als digitale Gesellschaft, zusammen mit Amnesty, mit Human Rights Watch, mit Freedom for the Internet, schon das CAWS-Bündnis gegründet, also Coalition Against Unlawful Surveillance Exports. Und wir setzen uns damit also für eine Exportkontrolle von Überwachungsgütern ein. Und dazu bringst du uns jetzt auf den neuesten Stand, stimmt's? Ich versuche das, genau. Das ist nicht meine, aber die nächste ist meine, genau. Genau. Es geht, im Untertitel steht es, um die Reform der EU-Dual-Use-Verordnung. Wir haben es überschrieben mit einem Fragezeichen, also gibt es einen Paradigmenwechsel beim Handel mit Überwachungstechnologie. Du hast es gerade schon gesagt. Wir setzen uns als CAWS Coalition dafür ein, dass man eben möglichst Überwachungstechnologie eben nicht zu viel exportiert, vor allem nicht dann, wenn Menschenrechte damit in Gefahr geraten, was natürlich relativ schwierig ist, Technik im Allgemeinen schon und dann auch noch Software im Speziellen zu definieren und rechtlich zu reglementieren. Da gibt es aber seit September einen neuen Entwurf, um diese Verordnung zu überarbeiten. Und da würde ich genau einmal auf den neuesten Stand bringen. Was ist eigentlich gerade der Stand? Einmal so die ganz zentralen Punkte vorstellen und was es da eventuell noch zu tun gibt oder auch abzuwehren gilt. Also wir reden eben über eine Verordnung. Das heißt, eine Verordnung, anders als eine Richtlinie zum Beispiel, ist dann direkt wirksam auch für die Mitgliedstaaten. Und da steht eben drin, im Prinzip ganz kurz das Prinzip, es gibt eine Verordnung, da steht eben drin, dass zum Beispiel Dual-Use-Güter, was das ist, erzähle ich jetzt sofort, im Prinzip man braucht dafür eine Genehmigung, wenn man das außerhalb der EU exportieren will. Und dann gibt es lange Listen, wo Produkte aufgeführt werden, wo eben gesagt wird, wenn du das exportieren willst in ein Drittland, also außerhalb der EU, dann musst du dafür bei einer nationalen Behörde fragen, ob das okay ist. Das ganz kurz so. Dual Use einmal am Beispiel eines Messers erklärt. Was meint eigentlich Dual Use? Also ein doppelter Verwendungszweck. Man kann mit einem Messer natürlich Tomaten schneiden oder man kann es Donald Trump in die Hand geben, der damit Menschen umbringt, beziehungsweise zumindest mal die Freiheitsstatue killt. Ich will mich nicht dazu äußern, jetzt zu der Debatte, ob dieses Spiegelcover gelungen ist oder nicht. Ich fand es aber, als ich an Messer heute gedacht habe, ganz passend. Definitorisch, wie fängt man dann Dual-Use-Güter auf? Also in der Verordnung Artikel 2, verzeiht mir bitte, dass ich jetzt hier ein paar Paragraphen nenne. Ganz ohne geht es aber wahrscheinlich nicht, wenn wir uns über ein Gesetz unterhalten. Ich habe es ganz, ganz kurz gemacht und das Wichtigste gehighlightet. Also Güter mit doppeltem Verwendungszweck bezeichnet in der offiziellen Übersetzung, also Güter einschließlich, und deswegen sind wir heute auch heute hier, Datenverarbeitungsprogramme und Technologie, die sowohl für zivile als auch, und das ist das Wichtige, als auch militärische Zwecke verwendet werden können. Also Dinge, die doppelt eingesetzt werden können. Und Artikel 2 sagt dann, dass die Ausführung von solcher Anhang ist diese Liste, von der ich gerade gesprochen habe, wo die Dinger drinstehen. Güter, die eben in diesen Listen drinstehen, die sind genehmigungspflichtig. Also da gibt es dann nationale Behörden, wo man dann als Firma hingehen kann und sagen, wir möchten das gerne exportieren. Ist das okay oder ist das nicht okay? Wir als Reporter ohne Grenzen sind eine Menschenrechtsorganisation, die sich weltweit für Pressefreiheit einsetzen. Und warum kümmern wir uns darum? Na klar, es gibt Journalisten auf der ganzen Welt und gerade in autoritären und diktatorisch geführten Ländern ist es nicht so gut wie in Pressefreiheit bestellt. Und vor allen Dingen im arabischen Frühling ist dieses Thema ja ganz, ganz hochgekommen im Prinzip, wo erstmal so ins kollektive Bewusstsein gekommen ist. Es gibt Überwachungstrojaner zum Beispiel, Telekommunikationsüberwachungssoftware, die maßgeblich in Europa gefertigt wird, die eben an solche Länder wie damals Ägypten, Marokko exportiert, womit dann eben keine Terroristen überwacht werden, sondern eben oppositionelle Aktivisten, Journalisten. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Hisham Al-Mirat, der in Marokko Aktivist war und als der arabische Frühling losging, einen Blog aufgesetzt hat, und die wurden dann nach, ich glaube, so 2, 3 Monaten gehackt, haben alle einen Trojaner bekommen, haben es erst nach 4, 5 Tagen, glaube ich, gemerkt,
Dann waren aber alle Quellen aufgeflogen und sie waren so stark eingeschüchtert. Er hätte weitergemacht, seine 6 Kollegen waren so stark eingeschüchtert, dass sie gesagt haben, nee, das ist mir zu risikoreich, und damit war dieses Block tatsächlich tot. Deswegen kümmern wir uns darum als Organisation, die für Pressefreiheit sich einsetzt. Deswegen finden wir es grundsätzlich wichtig, dass man den Handel mit solcher Technologie kontrolliert. Deswegen hat auch die EU dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen da was tun, hat gesagt, okay, wir versuchen das einzudämmen über die Dual-Use-Verordnung, und hat dann, glaube ich, Anfang 2015 Überwachungssoftware in diese Listen reingeschrieben. Das Problem ist nur, dass der Handel damit weiterging und die Lizenzen vor allen Dingen auch weiterhin erteilt wurden. Also ein Beispiel zum Beispiel, dass ich glaube 2015 war es, zum Beispiel Großbritannien noch über 140 IMSI-Catcher nach China und Kuwait, insgesamt über 140 IMSI-Catcher exportiert hat, unter anderem auch nach China und Kuwait, wo man sagen könnte, okay, ist ja schön, dass das da drin steht in der Dual-Use-Verordnung, aber wenn es nichts bringt, de facto ist da offensichtlich was faul. Deswegen hat die EU-Kommission gesagt, okay, wir müssen diese Verordnung vermutlich überarbeiten, da ist ein bisschen was zu tun, und worauf ich mich heute konzentrieren will, sind 3 Punkte. Im Prinzip gibt es jetzt eine explizite Definition von Überwachungstechnologie. Das war sehr wichtig, weil es bisher nur einen sehr weiten Begriff von Dual Use gab, und darunter wurde einfach Überwachungstechnologie gesteckt. Das heißt allerdings natürlich, dass es Schlupflöcher gab, weil das nicht so richtig passend war. Wie das genau ausformuliert wurde, komme ich gleich zu. Das zweite ist, dass es eine sogenannte Human Rights Catch-All-Klausel geben soll. Komme ich auch gleich im Detail, sondern nur ganz kurz. Im Prinzip sagt das, ja, wir kontrollieren alles, was in den Menschen, in den Listen steht, aber wir kontrollieren auch noch alles, was da nicht drin steht, wenn damit auch Menschenrechte gefährdet werden können. Damit will man sich also quasi absichern, auch so ein bisschen gegen den technologischen Wandel, gegen technologische Innovation, weil so eine Liste natürlich immer der Realität hinterherhinken wird. Also man weiß ja als Behörde im Zweifel gar nicht, was da gerade entwickelt wurde. Und es gab schon vorher eine Catch-All-Klausel, jetzt gibt es aber eine Human Rights Catch-All-Klausel. Wie die speziell ausformuliert ist, komme ich gleich zu. Und das nächste ist noch, es gibt eine EU-autonome Liste, das heißt, bisher wurde vor allen Dingen das kontrolliert, was in anderen internationalen Nichtverbreitungsabkommen reguliert wurde. Jetzt will die EU auch noch eine eigene Liste einführen, um zu sagen, okay, selbst wenn wir uns auf internationaler Ebene nicht einigen, wo zum Beispiel dann auch die Amerikaner dabei sind, wenn wir der Überzeugung sind, dass bestimmte Produkte nicht oder genehmigungspflichtig werden sollen beim Export, dann machen wir noch eine eigene Liste und können damit eventuell, das ist zumindest unsere Hoffnung, Druck aufbauen auch auf Abkommen wie Wassenaar. Zum aktuellen Stand, es gab jetzt jüngst am 27. Januar eine Anhörung im BMWi. Und warum stehe ich heute hier? Wir haben da auch gemerkt, man muss wahrscheinlich noch ein bisschen mobilisieren, weil das Thema nicht so ganz ist. Also die Kräfteverhältnisse waren klar verteilt. Wir waren 4 NGO-Vertreter. Mit NGO-Vertretern meine ich jetzt einfach mal Leute, die sich für Menschenrechte einsetzen. Und uns gegenüber waren 26 Industrievertreter, die sich alle mit einer Stimme deutlich gegen diese Punkte gestellt haben, die ich gerade vorgetragen habe. Also die wollen diese 3 Punkte, wo wir im Grundsatz sagen, ich erkläre gleich warum, dass sie gut sind in der Menschenrechts-Catch-All-Klausel, in der EU-autonomen Liste. Das findet die Industrie nicht so gut, aus zunächst noch nachvollziehbaren Gründen. Aber die Lösungsmöglichkeiten der Industrie sind eben, okay, dann streichen wir es wieder raus. Und unsere Lösungsmöglichkeit wäre, okay, wir machen uns Gedanken, wie man es gut ausformulieren kann, um dem Ziel gerecht zu werden, eine vernünftige Exportkontrolle von Überwachungstechnologie hinzubekommen. Okay, dies zur historischen Genese, warum dieser Entwurf auf dem Tisch liegt. Und dann gehen wir mal in die 3 wichtigen Definitionen rein. Zunächst Artikel 2, also was meint eigentlich Überwachungssoftware? Wie kann man Überwachungssoftware eigentlich definieren? Da gibt es jetzt einen neuen Teil B, wo eben sagt, Dual-Use-Scooter meint eben auch eine Technologie für digitale Überwachung, die für die Begehung schwerwiegender Verletzungen der Menschenrechte oder des humanitären Völkerrechts verwendet werden oder eine Bedrohung für die internationale Sicherheit oder die westlichen Sicherheitsinteressen der Union wesentlichen und ihrer Mitgliedstaaten darstellen kann. Ja, der freudsche Versprecher. Das wird dann nochmal etwas konkretisiert und vor allen Dingen gibt es eine Auflistung. Das Fragezeichen kam zu früh. Also es wird dann nochmal spezifiziert, es soll gehen explizit um Ausrüstung zum Abhören von mobiler Telekommunikation, es soll um Intrusion-Software gehen, Überwachungszentren, Systeme zur rechtmäßigen Überwachung, also Law Enforcement und Vorratsdatenspeicherung und digitale Forensik. Und jetzt kann das Fragezeichen kommen,
Was ist denn damit gemeint? Also zum Beispiel Ausrüstung zum Abhören von mobiler Telekommunikation, okay, da kann man noch irgendwie einigermaßen mitgehen, aber auch da Intrusion-Software wird schon ein bisschen schwieriger, Überwachungszentren, also Monitoring Center im englischen Entwurf, das wird dann schon sehr, sehr vage, wo dann die Industrie vor allen Dingen sagt, Leute, das könnt ihr uns nicht zumuten, da müssen wir, wenn wir rechtssicher handeln wollen, uns nicht strafbar machen wollen, müssen wir da irgendwie alles mit kontrollieren lassen, das wollen wir nicht. Wir sagen, das ist erstmal richtig, denn eine Exportkontrolle macht nur dann Sinn, wenn es die Unternehmen auch irgendwie wollen, also wenn sie mitmachen und wenn sie die Rechte verstehen und sagen, das sind gut. Wir sagen, die sind auch so weit, dass man da aber natürlich auch für die schwarzen Schafe dann auch nicht fassen kann, weil die sagen wieder, okay, ja, das stand ja nicht drin, das ist doch hier so weit gefasst, das konnten wir ja nicht ahnen, dass es da drin steht. Ganz in unserer Stellungnahme, die wir einreichen diese Woche beim BMWI, wollen wir mal nachfragen, warum es sich eigentlich auf das Abhören von mobiler Telekommunikation beschränkt. Also warum ist denn eigentlich ein Festnetzgespräch vielleicht nicht dabei? Und vor allen Dingen der Begriff digitale Forensik. Was ist damit gemeint? Das ist interessant, wenn man da Leute fragt. Also ich habe im Ministerium nachgefragt, die haben darunter eher so Passwortknacken verstanden. Die Industrie sagt, ja nee, Passwortknacken eigentlich überhaupt nicht, aber so, wenn man so Festplatten wiederherstellt, okay, dann gibt es nochmal andere, die nochmal was anderes reindeuten. Bei sowas ist natürlich dann die Gefahr, denn diese Sachen, die hier drinstehen in der Definition, die werden dann in den Listen quasi spezifiziert. Dann wird gesagt, okay, digitale Forensik steht da drin, also können wir das darunter packen. Und wenn solche vagen Begriffe da drinstehen, ist natürlich die große Gefahr, dass dann eben auch Technologie, von der wir wollen, dass sie sich verbreitet, zum Beispiel Verschlüsselung, dass die da auch mit gelistet wird und dass dieser Handel dann zum Beispiel erschwert wird. Deswegen ist es sehr wichtig, da Klarheit zu bekommen, da Druck zu machen, vor allem jetzt auf europäischer Ebene, zu sagen, ihr müsst klarer machen, was ihr damit meint, in dieser Definition der Sachen. Es kann da vor allen Dingen, ich greife mal ein bisschen vor, das wollte ich eigentlich später sagen, um so eine sogenannte negative Abgrenzung gehen. Also in den Listen kann nämlich auch stehen, was damit nicht gemeint ist. Das ist etwas, wo mutmaßlich die Industrie, so haben wir es aufgefasst, sehr, sehr darauf drängen wird, um zu sagen, die akzeptieren das dann, die schlucken das dann, aber im Kleingedruckten sozusagen wollen sie sagen, okay, aber das und das und das und das zählt nicht dazu. Zum Beispiel zählt jetzt bei der Vorratsdatenspeicherung im Entwurf schon nicht mehr dazu, dass wenn man Programme hat, die zur Abrechnung, also zum Billing, gemacht werden, wo im Prinzip aber genau die gleichen Daten gespeichert werden können, wie auch bei einer Vorratsdatenspeicherung. Das zu den Definitionen. Der ganz große Zankapfel ist Artikel 4, die Catch-all-Klausel und vor allen Dingen die Menschenrechts-Catch-all-Klausel. Es gibt noch mal ganz kurz historisch seit 2011, ich weiß nicht inwiefern das hier bekannt ist, seit 2011 liegen die sogenannten Ruggie Principles der UN auf dem Tisch, wo im Prinzip gesagt wurde, Unternehmen haben eine Verantwortung, um Menschenrechte zu wahren. Also Unternehmen können nicht einfach nur Produkte verkaufen und sich um die Menschenrechte nicht scheren. Das ist gar nicht mal ein Prozess, der nur jetzt aus dem digitalen Bereich kommt. Da geht es auch vor allen Dingen irgendwie so Kicklist für 10 Cent Stundenlohn in Bangladesch produzieren. So. Wie kann man das verhindern? Das ist so die Idee, warum man da gesagt hat, die Wirtschaft hat eine Mitverantwortung und deswegen gibt es diesen Begriff, der sehr, sehr prägend ist in dieser Debatte, Due Diligence. Also es muss eine Sorgfaltspflicht geben für Unternehmen beim eigenen Handeln. Diese Due Diligence-Prinzip ist jetzt auch in die Exportverordnung gekommen, wo es eben heißt, dass einem Ausführer, also einem Unternehmen, dem es entsprechend seiner Verpflichtung, die gebotene Sorgfalt walten zu lassen, bekannt ist. Das ist neu, also das Markierte ist neu reingekommen. Es gab auch vorher schon so eine Art Catch-all-Klausel. Da hieß es aber nur, wenn das einer weiß, dass damit Menschenrechtsverletzungen begangen werden, dann muss ich es anmelden. Dann haben die Unternehmen gesagt, also die schwarzen Schafe, also die Guten haben gesagt, okay, wir sichern uns ab und stellen irgendwie für alles einen Antrag und haben damit die Kontrollbehörden lahmgelegt. Die schwarzen Schafe haben es gar nicht erst gestellt, weil sie gesagt haben, ich wusste es ja nicht. So. Und deswegen, und das ist tatsächlich, und deswegen kommen wir auf dieses Wort Paradigmenwechsel, da murmelte dann in dieser Anhörung ein Industrievertreter, ja, das ist ein Paradigmenwechsel, was hier hinkommt. Und dann der Vertreter von Amnesty International neben mir saß, naja, aber genau den wollen wir ja. Aber das ist tatsächlich der Zankapfel, wo die Unternehmen sagen, Sorgfaltspflicht, wie weit kann das gehen? Wo wir sagen, das finden wir eigentlich gut, dass ihr wirklich auch dafür verantwortlich seid, dass ihr euch vorher darum kümmert, was ihr da exportiert und wohin ihr das exportiert und was das für Schäden anrichten kann.
Aber natürlich gilt auch da wieder, was heißt denn das, diese Sorgfaltspflicht? Welche Pflichten gehen denn damit konkret einher? Was muss ein Unternehmen tun? Und das ist das große Problem an diesem Entwurf, da sagt es nichts zu. Also zu all diesen neuen Forderungen, die eingeführt werden, die eine gute Intention haben, bleibt es viel zu vage und der notwendige Schutz wird am Ende damit nicht erreicht werden. In Verbindung wird nämlich damit gebracht, dass die Sorgfaltspflicht eingehalten werden muss und dann eben wieder diese Menschenrechtsklausel, wenn eben bekannt ist, dass mit den eigenen Produkten auch Menschenrechtsverletzungen einhergehen können. Wie man das lösen könnte, komme ich gleich im dritten Teil zu. Wir haben da ein paar Vorschläge für gemacht, wie man das hinkriegen könnte. Weil man muss natürlich einerseits die Unternehmen verpflichten, man muss aber auch zumutbare Sachen machen. Denn das sind ja nicht nur Kleinmannbetriebe, die nur ein Produkt haben, sondern in der Anhörung saß ein Vertreter von, ich bin nicht ganz sicher, deswegen sage ich den Namen lieber nicht, aber ein großer Technologiekonzern, die gesagt haben, ey Leute, wir haben 30.000 Produkte. So, und wenn jetzt gibt es eine Liste, da stehen irgendwie 800 unserer Produkte drin, da wissen wir, okay, da stellen wir eine Genehmigung für. Wenn ihr jetzt sagt, wir müssen alles kontrollieren, dann müssen wir 30.000 Produkte kontrollieren. Das ist unverhältnismäßig und das kann ich auch nachvollziehen. Also das ist schon, da ist schon was drin. Wenn das so vage da drin steht, dann wird es letztlich auch nichts bringen, weil sich die Unternehmen nicht dran halten. Also muss man sich darum Gedanken machen, wie man das so hinkriegt, dass es praktikabel ist. Der dritte Punkt, die EU-autonome Liste. Ich habe eben schon gesagt, in diesen Listen steht bisher eigentlich nur das drin, was man in anderen worauf man sich in anderen Abkommen, das bekannteste Wassener Abkommen, schon geeinigt hat. Also das sagt Anhang 1a. Also mit dieser Liste werden eben Güter oder werden Kontrollen für Güter umgesetzt, die eben in diesen Agreements sind. Die australische Gruppe ist vielleicht noch ein bisschen bekannt. So. Und jetzt gibt es dann eben die Möglichkeit, dass es auch noch Anhang 1b gibt. Wo eben die EU sagen kann, okay, selbst wenn wir bei Wassenaar was nicht durchsetzen, können wir als EU immer noch sagen, wir machen das da rein. Auch wieder eigentlich ein guter Punkt, wo man sagen kann, ja, da kann die EU wieder voranschreiten, da kann die EU Druck machen, vielleicht auch auf Wassenaar und sagen, hey Leute, wir haben es gemacht, es funktioniert bei uns, es hat was gebracht, macht es doch auch. Aber wieder da, es ist unklar, nach welchen Kriterien da Produkte gelistet werden, es ist unklar, wer bestimmt letztlich, was auf diese EU-autonome Liste kommt und es ist unklar, ob zum Beispiel die Zivilgesellschaft da mitreden kann, um zum Beispiel, wenn da jetzt irgendwie Verschlüsselungstechnologie wieder raufgelistet würde, was man natürlich nicht will, wie man das dann zum Beispiel wieder wegbekommt. Also auch da wieder im Grundsatz eine gute Idee, aber noch viel zu schlecht ausgestaltet. Und dann natürlich die ganz große Frage in diesem ganzen Bereich, also eines der größten Hürden auch für uns, immer wieder Transparenz herzustellen in diesem Graumarkt, gerade Überwachungsbereich, Hacking-Team und so weiter, sagen ja eigentlich immer, nee, wir halten uns an alle Gesetze und alles super. Und wenn dann doch mal was rauskommt, ach Mist, das war ein doofer Einzelfall, aber sonst machen wir alles richtig. Und du kannst es ihnen halt einfach nicht anders nachweisen. Das heißt, du brauchst immer Einzelfälle und sie werden immer sagen, okay, sorry, es waren Einzelfälle, aber eigentlich halten wir uns an alles. Das heißt, es braucht Statistikpflichten. Also wir müssen wissen, wird aus Deutschland immer noch jedes Jahr eine bestimmte Art von Software nach zum Beispiel Marokko exportiert, ja oder nein? Man braucht eigentlich keine Verträge lesen oder so, das ist das, wo die Industrie immer Angst hat, Geschäfts- und Dienstgeheimnisse, völlig klar, da gibt es erstmal kein Recht und erstmal auch keine Notwendigkeit zu, aber es muss zumindest ein paar Daten darüber geben, wie dieser Handel abläuft. Also wird aus Großbritannien weiterhin Imsi-Catcher nach China verkauft, ja oder nein, das muss man wissen. Also wie sieht es aus mit der Transparenz? Und da hat die EU-Kommission wohl offenbar gesagt, sorry Leute, also wir haben jetzt so viel versucht mit Menschenrechten und so, da können wir nur mit den Schultern zucken, also da findet sich leider gar nichts drin, also da soll es überhaupt keine Verbesserung geben, es soll weiter quasi eine Art Blackbox geben, also man weiß nicht genau, welche Exporte es gibt. Es gibt ganz kleine Berichtspflichten bei der EU-Exportkontrolle, aber die sind wirklich sehr, sehr marginal. Ich glaube, der gesamte Bericht von 2015 war 11 Seiten lang und wir reden, glaube ich, über, ich weiß es nicht so genau, wie viele Anträge, aber tausende Anträge. Genau. Zum Schluss, was sind unsere Vorschläge als Reporter ohne Grenzen, wo ich echt alle einladen will, mitzudiskutieren, weil das ist wirklich ein Thema, das ist wichtig. Die Industrie fährt da auf, will das raushaben oder will es zumindest abändern. Was sind unsere Vorschläge? Man sollte sich konstruktiv einbringen, unserer Meinung nach. Es braucht ein sogenanntes Human Rights Impact Assessment für Exportkontrollen. Was heißt das? Also eine menschenrechtliche Folgeabschätzung. Das, was ich eben gesagt habe mit KIK, und den Textilfabriken, wenn man irgendeine neue Fabrik braucht, gibt es einen relativ regen Austausch, wie es so bei klassischen Wirtschaftsvorhaben gelingen kann, Menschenrechte zu prüfen, in Verfahren, in Investitionen zu gucken, wie können Menschenrechte gesichert werden.
so ein, in diese, da gibt es wirklich in der Menschenrechtsdebatte, wenn es mal so nennen darf, gibt es viele interessante Ansätze. Es gibt mittlerweile Toolboxen für Unternehmen, es gibt Best-Practice-Beispiele. Sowas braucht es auch für Exportkontrollen. Also so ein Mechanismus muss erarbeitet werden in einem partizipativen Prozess, wo Industrie, wo Zivilgesellschaft, wo Politik eingebunden wird, um sich darüber Gedanken zu machen, wie das umgesetzt werden kann. Wir glauben, was es auf jeden Fall geben muss, um damit man die, damit die Unternehmen man denen das zumuten kann, dass sie ihre Sorgfaltspflicht umsetzen, dass es eine öffentliche Datenbank mit Menschenrechtsstandard in einem Land gibt. Also im Bereich Überwachungssoftware muss es zum Beispiel erstmal klar sein, sag mal, dieses Produkt, was ich da exportiere, gibt es überhaupt eine gesetzliche Grundlage für in diesem Land, wie das eingesetzt wird? Also ist überhaupt geregelt, wie ein, ob ein Trojaner verwendet werden darf? Und wenn es dafür überhaupt keine Standards gibt, rechtlich, dann kann man das auch nicht exportieren, weil das dann einfach genutzt wird, wie, ja, man weiß es halt nicht, wie es genutzt wird. Da braucht es eben im Prinzip eine öffentliche Datenbank, wo Unternehmen nachgucken können, okay, brauche ich hier eine Genehmigung oder brauche ich hier keine? Sind Menschenrechte in Gefahr? Ja oder nein? Wir könnten uns vorstellen, dass, ich habe schon Hacking Team erwähnt, dass man bestimmte Unternehmen blacklistet, also wenn man im Prinzip sagt, man will ja die Guten schonen und man will die Bösen aber rausfischen, dass man im Prinzip sagt, wenn Unternehmen nachgewiesen kann, dass sie wirklich Schindluder getrieben haben in der Vergangenheit, dass man sie, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre auf eine Liste legen kann und etwas genauer kontrollieren kann, dass man genauer hinsehen darf, dass man sagen kann, ein Jahr lang müsst ihr alles, was ihr exportieren wollt, uns melden, weil wir euch einfach nicht mehr vertrauen können. Und wenn sie sich dann bessern, dann können sie da ja auch wieder runterkommen. Und was ich eben schon gesagt habe, muss ich nicht mehr so viel zu sagen, es braucht auf jeden Fall eine Statistikpflicht. Also wir müssen mehr wissen, wie dieser Handel läuft, wir müssen dafür Öffentlichkeit schaffen können, wir müssen darüber eine Debatte führen können, ob wir das wollen als EU, dass bestimmte Technologien in bestimmte Länder geführt werden können, ja oder nein. Und das ist einfach im Moment nicht möglich. Und hier die letzte Slide ist auf jeden Fall gerne auch von allen Leuten, die hier sind, Input erwünscht. Also wir werden das Thema weiterverfolgen. Es geht jetzt gerade in Brüssel so langsam los. Also Anfang März laden jetzt die ersten Abgeordneten ein, wollen Meinungen hören aus der Zivilgesellschaft. Mitte März ist wahrscheinlich die Ausschussanhörung, wo man dann eben solche Forderungen vortragen kann. Und was uns auf jeden Fall auch noch total helfen würde, ist, ich habe eben schon diese negative Abgrenzung genannt. Also im Prinzip Produkte, die man exportieren will, also weiß ich nicht, Open Source Verschlüsselung, so. Dass also da technische Expertise, Produkte, wo man sagen kann, oder Produktgruppen, wo man sagen kann, das sollte man reinfügen in diese negative Abgrenzung, wo man eben sagen kann, die kriegen eine Generallizenz, so heißt das dann. Also da muss keiner, der jetzt irgendwie Open Source Verschlüsselung anbieten will, der muss jetzt nicht zum nationalen Kontrollamt laufen. Wem da was einfällt, sind wir sehr gerne über Input dankbar, weil wir es dann weitertragen können. Und die Kontaktdaten stehen hier und damit erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Gibt es da auch gleich schon Fragen, Input zu dem Vortrag? Ja, doch, gleich wieder hier vorne. Bitteschön. Ja, danke für deinen Vortrag, aber ich habe jetzt zum Beispiel nicht so viel gute Visionen oder Vorstellungen von denen, die im Europaparlament sitzen oder überhaupt auch von dem, was die da beschließen und denke auch nicht, dass überhaupt der Handel tatsächlich kontrolliert werden kann. Was ist, wenn die alle ins Darknet dann wandern, ja? Und ich denke, wir müssten viel mehr da ansetzen, wo tatsächlich, wo die Bedeutung steckt, nämlich bereits in der Produktion von dieser Überwachungstechnologie und quasi dann Programmierer, Informatiker dazu aufrufen, diese nicht herzustellen, also sich da zu verweigern, um tatsächlich auch die Kriege zu stoppen. Was ich noch sagen wollte, ich war sehr beeindruckt von den Recherchen von Privacy International und Netzpolitik zum Handel von Überwachungstechnologien, die dann quasi ans Assad-Regime flossen. Ja? Und ich habe mich auch beschäftigt mit dem, was Human Rights Watch dann dokumentierte über die Opfer in den Folterzentren. Und das empfehle ich allen, die sich sozusagen damit beschäftigen, sich das damit zu konfrontieren. Absolut. Die ersten beiden Punkte steckte ja zumindest eine kleine Anmerkung drin. Zu dem ersten, beziehungsweise erstmal zu dem
Zu dem zweiten, ja, ich glaube, das muss kein Entweder-Oder sein. Also natürlich sollte man auch Informatiker dafür sensibilisieren, dass sie keinen Schindluder programmieren und so weiter. Das Ding ist jetzt, dass wir jetzt gerade über Exportkontrollen reden einfach. Und die Frage ist, naja, kann man Software-Exporte überhaupt kontrollieren? Das ist eine Grundsatzfrage, klar. Meine Haltung ist, es gibt nur aber mal diese Möglichkeit, es zu versuchen. Warum sollten wir jetzt sagen, okay, es geht eh nicht und wir lassen es halt so laufen. Ich glaube, man sollte es versuchen, es hinzubekommen. Ja. Da hinten ist noch eine Frage. So in dem Vortrag ist mir so ein bisschen immer wieder in Gedanken passiert, dass ich gedacht habe, wir reden gerade da über Listen, über Verbote. Aber eigentlich reden wir nur da über Listen, wo dann nochmal jemand nachguckt, ob wir es verbieten wollen, in dem Einzelfall. Und deswegen wollte ich jetzt fragen, ob du was dazu sagen kannst, wie im Endeffekt der Prüfprozess aussehen würde, wenn ich jetzt ein Produkt hergestellt habe, ich möchte es gerne exportieren und dann sieht man, dann steht auf dieser Liste drauf und es muss doch mal jemand schauen, in diesem Einzelfall jetzt gerade ja oder nein. Wie würde das stattfinden? Absolut. Also im Prinzip ist es so, dass das weiterhin national geregelt wird. Also in Deutschland gibt es das BAFA, also eine Behörde, die sitzen, glaube ich, in Wiesbaden. Da kannst du dann als Unternehmen einen Antrag stellen. Du hast völlig recht. Wenn da Produkte gelistet sind, heißt es nicht, dass das verboten ist, das zu exportieren. Es ist ja Dual Use. Also es kann ja auch positiv verwendet werden. Das heißt, du kannst jetzt nicht automatisch verbieten, dass solche Produkte exportiert werden. Was es halt braucht, ist eine Genehmigung dafür. Und da prüft dann eben diese nationale Behörde anhand bestimmter Kriterien. Und ein paar Kriterien sollen dann jetzt eben werden auch explizit Menschenrechtsfragen. Das ist ein guter Punkt, dass du das sagst. Das habe ich so klar noch nicht gesagt. Da sagen wir auch, dass noch deutlich in die Verordnung reingeschrieben werden muss, wenn denn der Verdacht besteht, dass damit Menschenrechte in Gefahr gebracht werden könnten, dann muss ein Export verboten sein. Also dann darf es keine Lizenz geben. Das ist etwas, was einem allerdings immer wieder versichert wird, dass es so ist in der Praxis. Also der Mann vom BAFA hat in der Anhörung sehr deutlich gesagt, da gebe ich Ihnen mein Wort drauf, wenn wir wissen, da können Menschenrechte in Gefahr sein, dann erteilen wir keine Genehmigung. Aber das ist ein guter Punkt, genau das haben wir auch in unsere Stellungnahme reingeschrieben. Das sollte man auch mal explizit nennen, dass wenn menschenrechtliche Bedenken da sind, dann darf es keinen Export solcher Technologie geben. Gut. Dann war es das, glaube ich, zu dem Talk. Dankeschön von dir. Gerne. Das war gut. Cool.